Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ja, ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir das Haus des Architekten nach dem Architekten durchsucht. Wir haben ihn gefunden. Er hatte keinen Bock mehr, hat sich ein bisschen hängen lassen und wir sind trotzdem noch an die Infos rangekommen, die wir brauchen. Und jetzt schlagen wir uns zum Burgfried durch, weil wir Besso retten wollen, weil wir ein guter Mensch sind. Und gute Menschen retten Besso. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was der Schalter im Gewächshaus bewirkt hatte, wo da jetzt der Dampf ausgegangen ist und so, aber egal. Scheißegal. Die halbe Stadt jagt uns jetzt, weil wir einen Architekten anscheinend ermordet haben. Und da ist mir dann auch relativ schnell egal, wo ich gerade den Druck und den Dampf abgedreht habe. Also ich glaube, es ist eh egal, wenn wir einmal in Burgfried einbrechen wollen, ob uns da jetzt nur die halbe Stadt jagt oder die ganze oder gar keiner. Das spätestens, wenn wir im Burgfried sind, wird die Scheiße in den Föhn fliegen. In den Föhn? Nein, in den Ventilator. Wenn du Shit hits the Fan, lässt sich ganz scheiße ins Deutsche übersetzen, finde ich. Ja, Wahnsinn, wie symbolisch! Okay. Ja. So in etwas sieht das auch aus, wenn ich in den Getränkeladen komme und mein Schnürsenkel offen ist. Das sieht dann ganz genauso aus. Gut, okay, es brennt nicht so viel, es wird eher klebrig. Hallöchen, du hast da was. Das brauchst du ja nicht mehr, oder? Oder? Wenn du es brauchst, dann heb mal die Hand. Ist egal welche. Gut, okay, ich behalte es. Ja. Mhm. Der Burgfried, ja, ja, der kracht zusammen. Mhm. Ich bin jetzt einfach ich versuche mich ein bisschen in Garrett reinzufühlen, der ist ja eh immer arschcool, egal was passiert. Merk schon. Das ist eigentlich ganz angenehm. Hast du was? Hast du was? Hast du was? Hast du was? Hallo? Hallo? Hast du was? Hallo? Hat nix. Boah. Will ich nicht lang. Ist hier noch was? Nee, alles cool soweit. Guti. Ah, halt, das hätten wir fast übersehen. Hui. 18 Gold. Ich glaube, das ist das meiste, was bis jetzt jemals in einem Portemonnaie drin war. Naja. Was ist denn da eigentlich nur los in dem Burgfried? Warum fackelt der denn so krass? Was machen die denn da drin? Wollen die etwa das Ritual nochmal durchführen? Nee, dazu brauchen sie das Buch. Aber das Buch haben sie nicht. Und um das Buch zu öffnen, brauchen sie den Ring. Ich schätze mal den... Ah! Ah! Ah, nein, 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 du bleibst schön da drin. Ich nehme mal noch schnell den Mon hier, alles bleibt gut. Wie hab ich denn die Map aufgemacht, das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, das geht mit Controller gar nicht. Oh, okay. Ja, ja, du bleibst da schön drin, ne? Schön drin bleiben. Drin bleiben. Guti, ja, wäre ich beinahe rückwärts ins Feuer gerannt. Ist hier was? Nein? Und wo geht's jetzt lang? Ach so, hier. Boah, gibt's denn echt keinen anderen Weg? Scheiße, muss das sein? Können wir nicht von der anderen Seite an? Ich würde hier einfach nicht lang gehen. Ich würde hier ganz einfach nicht lang gehen. Garrett ist wahnsinnig. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Das ist kein normaler Mensch. Ja, nee, ist klar. Ist klar, nicht? Ist klar. Ja, fällt alles rund. Ja, genau. Rutschen, yippie. Das ist der reinste Vergnügungspark. Das war eine blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Ich sag's doch. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich, Besso. Nee, Garrett, du bist einfach nur ein bisschen behindert im Kopf. Echt, um hier lang zu rennen, da muss einem schon ordentlich eine Windung fehlen. Oder ein Chromosom. Alter! Ja, genau. Richtig schön. Toll, sehr nice. Sehr nice, dude. Ah ja, genau. Ah! Ah, fuck! Hör auf mit Brennen, Garrett. Wirf dich hin und roll dich! Alter! Wenn da Wasser drin ist, wie können denn da Flammen rauskommen? Ich frag mich. Vielleicht war es ja auch Benzin. Ja, ja, genau. Wie, ich bin tot. Das Ding ist gerade zurückgefahren. Ich wollte jetzt durchrennen, bevor sie es anders entscheidet. Wie, ich bin tot. Was hat mich denn jetzt umgebracht? Garrett, du bist total behindert. Geh doch mal von der anderen Seite rein.
Okay, okay, okay. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. So, was? Okay. Ich verstehe, was uns... Ja, ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt. Ich hab's verstanden. Ist kein Wasser und ich kann den Dampf nicht ablassen. Trotzdem. Eingang ist Eingang. Eingang ist Eingang. Nur noch Bessos Zelle finden. Bei dem Eingang öffnet sich aber ganz schnell mein Ausgang. Das kannst du wissen. Die Hosen sind voll. Wir können jetzt nicht mehr sprinten. Da hat noch jemand die Hosen voll. Auf die Knie. Du musst kriechen, Garrett. Da ist der Rauch nicht so dicht. Wir können trotzdem immer noch was klauen. Mach doch mal nicht so Krach, Junge. Hab's kapiert. Rauch lässt mich Krach machen. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Schleichen. Da hinten sehe ich was. Uah. Ist gut, Garrett. Ist gut. Krieg ich wieder ein. Halt dir doch ein feuchtes Tuch vor den Mund oder sowas. Ich weiß ganz schnell, wie du ein Tuch feucht kriegst. Alter. Es nervt. Was übersehen? Nein. Was bist du denn? Achso. Okay, okay, okay. Was auch immer das hier für eine Sicht ist, die hilft mir langsam so ein bisschen als Nachtsichtgerät. Ich mache einfach alles kaputt in der Regel, in der Hoffnung, dass es davon besser wird. Was ist denn hier nur los? Oh, rein da, schnell. Schnell dort rein. Das bringt auch nichts. Sag mal, verliere ich hier permanent Leben in dem Raum? Es ist trotzdem genug Zeit zu klauen, ja. Wir haben so viel Essen dabei. Ich krieg das schon noch hin. Nein, nein, nein. Ich kann sowas nicht unter Zeitdruck. Garrett ist gut, Mann. Wir schaffen das. Ich glaube an dich. Chaka, 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 chaka. Chaka, chaka. Warte mal kurz. Wo ist A? Oh. Oh. Garrett. Ist gut, wir klauen trotzdem alles. Ich weiß, du willst es. Du willst es doch auch. Genau, 15 Gold für eine Lupe. Das war's voll wert, wenn wir jetzt sterben. Oh. Alter, wo muss ich hin? Ah, hier sind überall Flammen. Nein. Langsam habe ich keine Lust mehr. Das sieht wertvoll aus. Noch mehr Nahrung. Es kann doch nicht das Ziel sein, hier so viel Nahrung wie möglich zu essen. Oh, 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 ja, 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 ja. Dreh den Dampf ab. Fucking shit. Ist mir doch egal. Oh, hier, war Nahrung. Noch mehr Nahrung? Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Langsam wird es mir hier zu knapp mit der Zeit. Oh, hier sieht's wieder gut aus. Oh. Garrett, Alter. Eingang ist Eingang. Weißt du, Eingang ist dein Untergang, glaube ich. Was für eine Folge. Ich habe schon überlegt, ob ich den Controller mal auf den Tisch lege, dass ihr seht, wie der, dass ihr hört, wie der vibriert. Das wäre eigentlich ganz geil. Kann ja mal rumbasteln. Vielleicht in der nächsten Folge. Oh, Hammers. Haben wir es jetzt? Scheiße, ich habe schon wieder so viel Leben voll. Ich nehme mal noch was zu futtern. Ach, guck mal, siehst du, da hat er uns gleich was dagelassen. Er hat aber nicht rechtzeitig geschafft, seine Medizin zu futtern. Der Arme. Der arme, arme Mann. Dabei war er doch hier schon in Sicherheit. Einfach blind den Schalter drücken? Ich drück den mal. Okay, das dachte ich mir schon fast. Was? Ein Fahrstuhl? Okay. Okay. Hätte nicht gedacht, dass wir so schnell wieder einen Fahrstuhl... Endlich sehe ich mal diese bekloppten Handabdrücke. Ja, sehr geil. Neues Sammlerstück. Was haben wir denn da? Journal öffnen. Erinnerung an die Toten. Sammlerstücke. Sammlerstücke haben auch eine Geschichte. Okay. Mögest du endlich Frieden finden. Erinnerung an einen Soldaten. Also wenn ein Soldat so einen schicken Ring... Boah, geil, mit Totenkopf drauf. Ich bin Soldat, ich habe einen Totenkopfring. Ui. Der kämpft bestimmt für den Gottimperator. Nein, das wollte ich nicht. Wir gucken erstmal noch ein bisschen... Noch mehr Fingerabdrücke? Fingerabdrücke führen uns doch wohin? Oder nicht? Die sollten uns doch irgendwo hinführen. Ach, zu einem Sammlerstück. Du bist ein Sammlerstück. Sieh an, was haben wir denn da? Der Bergfried.
In nacktes ne kleine uninteressant. Okay, weiter geht's. Gut. Wohl an, denn da hinten ist eine Tür. Ich glaube, durch diesen Weg gekommen. Genau. Ist hier noch was? Türchen? Nein. Keine Symbole, keine Visionen. Können wir jetzt Fahrstuhl fahren? Ich habe schon wieder ganz schön viel Mondkraft verbraucht. Was auch immer das ist. Ich wollte nochmal schauen in die Fokus-Upgrades. Ob wir gerade ein paar Fokuspunkte haben? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Intuition. Ich glaube, das Upgrade hätte ich mir knicken können. Mittlerweile denke ich mal, dass Scharfsinn oder vielleicht sogar Tempo besser geeignet gewesen wären. Besser geeignet gewesen wären. Wobei das ja auch nicht schlecht ist. Erhöht die Ziel... Ja, das, da können wir uns später mit beschäftigen, wenn ich wieder einen Fokuspunkt habe. So, dann machen wir mal eine kleine Stropo-Party im Fahrstuhl, nicht wahr? Ich sehe doch schon, dass ich da hoch muss. Naja, er wird bestimmt... Ich schätze mal, er wird stecken bleiben. Ich fahre erstmal nach unten. Ich schätze mal, wir sind ganz unten. Stropo-Party! Wie jetzt? Ich dachte, wir machen jetzt... Du! Böse, böse Lampe. Wie komme ich denn da hoch? Ich will mal was probieren. Ich habe doch bestimmt noch einen stumpfen Pfeil irgendwo. Ja? Nein? Nach oben, nicht nach links. Na? Nimm ihn. Nimm ihn und schieß. Nimm ihn und schieß, Garrett. Garrett. Stumpfer Pfeil, schießen. Geht, will er im Fahrstuhl etwa nicht schießen? Ja, stimmt. Er will gar nicht mehr schießen. Das ist ja seltsam. Seit wann will er denn nicht mehr... Ja, die Karte ist total sinnlos. Die mache ich wieder weg. So, hier. Hier, stumpfer Pfeil, ne? Nimm den stumpfen Pfeil. Hol deinen Bogen raus. Garrett, wo ist dein Bogen? Du bist doof. Du bist ganz, ganz doof, Garrett. Ich mag dich nicht. Wieso nimmt er den denn nicht? Immer noch nicht. Es ist auch ausgegraut. Ich glaube, die Waffen sind einfach deaktiviert für diesen Bereich. Hohoho, hier liegt aber verdammt viel rum. Häftlingsliste... Oho, Nummer 1, War, wie auch immer, irgendein Ork wahrscheinlich, wegen Verbrechen der Götzen. Hä? Wegen Verbrechen der Götzen? Okay, die Götzen sind ja die Leute, die so dicke mit Orion sind, den ich ganz komisch finde, aber egal. Vandalismus am Besitz des Barons, Plünderung, Aushungern am Schandstock, dann Aufhängen am Hals bis zum Tode. Was, die wollen den erst aushungern am Schandstock und ihn dann aufhängen? Das wird aber... Eine blöde Aufhängung. Cadley, wegen Verbrechen der Götzen. Verteilung aufrührerischer Schriften. Aufhängen am Halse bis zum Tode. Albright, wegen Verbrechen der Götzen. Anführer des aufrührerischen Gesindels. Aufhängen am Halse bis zum Tode. Danach Vierteilung. Na, da wird er sich aber ärgern, dass er nach seinem Tod noch gevierteilt wird. Warden. Wegen Verbrechen... Warden? Sagt mir was. Woher kenne ich den Namen Warden? Wegen Verbrechen der Götzen. Aufhetzerei und Aufwiegelung. Aufhängen am Halse bis zum Tode. Und dann haben wir noch unseren Freund, den Gasso... Gasso? Gasso heißt er? Ich dachte Bosso, wie auch immer. In Einzelhaft halten. Achtung, darf nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Diebesfängergenerals verhört oder hingerichtet werden. Okay, Gasso hat interessantes Zeug. Rude, wegen Verbrechen der Götzen. Vandalismus am Besitz des Barons, Aufhänger am Halse bis zum Tode. Dann haben wir noch Thürber, wegen Verbrechen der Götzen, Aufwiegelung unter den Adeligen. Verhör danach, Aufhängen am Halse bis zum Tode. Tja, jede Menge Leute, die hier krass am Abhängen sein werden. Ich wünsche viel Spaß. Warum ist denn die nicht abgeschlossen? Ist egal, hätte mich eh nicht aufgehalten. Die Leute sollen einfach aufhören, alles abzuschließen. Macht keinen Sinn. Das ist genauso wie die Leute, die aus der Wohnung gehen und den Schlüssel zweimal im Schloss rumdrehen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Okay, gut, die Tür ist dann leichter aufzuhebeln, aber wer hebelt denn heute noch Türen auf? Bin mir ziemlich sicher, wenn einer ein Schloss knackt und wenn er das einmal rumdrehen kann, das Ding, dann kann er es auch noch ein zweites Mal rumdrehen. Zweimal abschließen macht die Tür nicht wirklich sicherer. Es ist einfach nur nervig, wenn man zurückkommt und zweimal aufschließen muss.
Ein Brief der Götzen. Ja, ich lese jetzt mittlerweile mal alles vor, weil jetzt habe ich langsam begriffen, wie es geht. So, außerdem ist ein bisschen Story ja auch nicht schlecht. Mein geliebter Markus, ich sorge mich um dich. Orion scheint ein guter Mann zu sein, aber die Götzen machen mir Angst. Ich will nicht, dass du in etwas verwickelt wirst, das dir Ärger oder Schlimmeres bringt, zum Beispiel Hängen am Halse bis zum Tode. Komm zu mir nach Hause zurück. Bitte, Geliebter, pass auf dich auf. Ich lasse eine Kerze für dich brennen, in der Hoffnung, dass Garrett vorbeikommt und die wieder auspustet, weil wegen Brandschutz und so. Ich lasse... Ach, darum sind überall die Kerzen an! Weil die Leute Familienmitglieder vermissen, sich lieber anzünden, als in Trauer zu leben. Welchen Sinn hat dieser Raum? Hier kann ich mich vielleicht später drin verstecken, wer weiß. Auf jeden Fall ist da ein Hebelchen. Und ich will jetzt mal die Sicht öfter benutzen. Wir haben aber so viel Mohn. Warte mal, von da bin ich doch gekommen, oder? Hallo? Ey, wenn man sich in der Sicht umdreht, dann ist das immer so ein bisschen wie besoffen durch die Gegend stolpern. Okay, waren das mal Gefängniszellen oder wie? Da ist ja gar keiner mehr drin. Naja, was soll's. Wir machen mal die Tür auf. Klick, klack. Ich glaube, ein Möhnchen könnte ich noch nehmen, ne? Ja. Immer nur so nehmen, dass es nicht... Oh. Gasso, hey, Gasso, hey, hallo, wink mal, hallo. Was ist mit dem Diebesfänger-General? Der wird doch hier auch in der Gegend sein, wenn er den verhören wollte. Du hast das Winken Danke, vergessen. Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Wen? Ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie Anna tötet, dann wäre das ich. Wen? Was hast du vor? Oh, halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Hör zu, Garrett. Der ist da mitten im Brennboot. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Ich könnte hier noch was klauen. Ich benehme mich. Garrett ist so ein Psychopath. Garrett, falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ja, dann wissen wir ja, wer unser Hehler ist. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Verhökern von meinem Scheiß. ihr seid doch alle nicht ganz klar im Schädel. Ja, aber natürlich, wenn wir einmal hier sind, ne? Eingang ist Eingang. Ach, Garrett. Garrett. Nein, Garrett, nein, nicht. Garrett. Wozu ist die Luke gut? Die werden wir wohl noch brauchen. Boah, shit. Fuck. Wow. Wow. Was geht da ab? Wow. Wow. Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Es wackelt alles. Was ist denn hier nur los im Turm? Alter Schwede. Boah, was waren das? Was waren das? Was waren das? Waren das alles Puppen oder Maschinen? Waren das Roboter? Das sind Roboter. Wenn er das wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert. Das sind alles Maschinen? Was zur Hölle? Okay. Schön, dass das Ding automatisch aufgeht. Leute, ich mache hier mal ein kleines Stopppäuschen rein. Ein Stopppäuschen, ja? Ein Stopppäuschen ist fast das, genau das gleiche wie eine Pause, nur dass man dabei stoppt. Was für ein Turm. Krasser Turm. Gefällt mir gut, ja? Mit Robotern. Ich weiß nur nicht, waren das jetzt irgendwelche Fließbandmaschinen? Das waren doch keine Menschen. Das waren doch keine Puppen. Die saßen an irgendwelchen Werktischen. Ist das irgendein Fließbandzeug oder will der sich eine Robo-Armee bauen? Warum ist der Turm am Explodieren? Was ist da kaputt gegangen? Der Turm ist ja anscheinend nicht nur ein Gefängnis. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, wenn jetzt diese bösen Herrscher, diese fiesen Intriganten, wenn die sich dann hier so eine Festung des Todes bauen, also ein Sinnbild ihrer Macht, dieser Turm.
ist ja in vielen Spielen so, auch in vielen Geschichten, vielleicht auch in der Realität, keine Ahnung. Wenn da jetzt jemand so ein riesen eine Bastion hinbaut, warum sind da auch immer gleich die Gefängnisse drin? Warum wohnen die da auch dann gleichzeitig drin? Warum ist da immer alles drin in diesem Turm? Ich meine, du musst einfach nur den ganzen Turm in die Luft jagen und dann haben die es verschissen. Das ist doch blöd. Dezentralisierung ist doch viel geiler. Du hast irgendwo ein richtig krasses, geiles Gefängnis. Hast du irgendwo ein richtig geiles, krasses Haus zum Wohnen und Schlafen, super bewacht. Ja, das ist doch noch viel imposanter, wenn eigentlich dir eine ganze Stadt gehört. Ja, wird überhaupt erstmal gefunden da drin. Aber nee, hier wissen wir, okay, komm, wir gehen in den Turm. Da ist auch noch sein riesengroßer Tresor mit all seinem Geld. Da sind alle Leute, die er nicht leiden kann, im Gefängnis. Da wohnt er selber wahrscheinlich noch auf einer Etage. Da ist eine Etage, da werden seine fiesen Pläne voll mit Robotern und so weiter geschmiedet. Wahrscheinlich ist ja auch die ganze Bürokratie drin und die Ausbildung der Soldaten. Und das ganze Ding fliegt hoch in der nächsten Folge. Ich bin der Baume, ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio. Warum bauen die sich immer solche Burg? Das macht gar keinen Sinn. Ich würde es auch vor allen Dingen viel eher einbutteln, als einen Turm zu... Naja, ist egal. Weißt du, wenn ich mal ein böser Herrscher werde, wird das alles viel besser. Viel besser.